So, hier kommt. Mein Speicher war gerade voll. Dann essen wir mal noch Kabel, die Kronentruhe. Ah, nicht so gutes. Ah, noch 5-mal der Feuerball. Den Feuerball, den benutze ich nicht sehr viel. Und ja. Dann sehen wir uns mal noch einen Testkampf an. Ja, holen wir uns mal den. Dann mal sehen, wie er ausgeht. Und ja, er setzt das Koboldfass. Also an seiner Stelle, den roten, würde ich jetzt noch den Eismagier oder den Blitzen als Sicher. Ja, hat er. Ich habe das Video nicht gesehen, also braucht ihr nicht zu denken. Ah, du hast ja gesehen. Nein, oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Das ist ja ein Level 1er. Wenn ihr gegen Level 1er kämpft, wäre ich nicht so froh, weil die haben immer sehr, sehr gute Karten. Da hat Eismagier jetzt zum Beispiel. Und ja, ich habe auch schon versucht, den Punkt hier, ihr seht ihn vielleicht da an dem blauen Turm. Ich versuche ihn irgendwie wegzukriegen, aber es geht irgendwie nicht. Das hängt immer bei mir. Und ja, so kann ich das irgendwie nicht, ja, machen. Finde ich sehr, sehr blöd. Weil das nervt einfach, wenn man da mal zuhaut. Und ja, dann gehen wir mal noch. Und ihr könnt mir mal, wie gesagt, noch gerne ein Deck in die Kommentare schreiben, aber macht bitte keine Legendaries, weil ich habe im Moment, da bin ich sehr unglücklich drüber, ich habe keine Legendaries. Cool, Katniss Arena 6 außer dem Tornado. Obwohl, ich wollte ja auch noch bald mal ein Test-Opening machen. Mit einer Riesen. Nee, nicht mit einer Riesen. Mit einer epischen Truhe machen. Sobald ich ein Sonderangebot habe. Und ja, mal gespannt, wann wir das mal noch machen. Ich wollte mir jetzt schon für bald vornehmen. Aber ja, ich habe halt noch kein Sonderangebot bekommen. Ich hoffe, dass wir in dem Sonderangebot den, wie heißt der nochmal? Ah ja, den Tornado bekommen. Das hoffe ich mal. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich glaube, wir bekommen 10 Karten daraus, wenn es richtig war. Wenn es richtig ist. Dann bekommen wir 10 Karten raus. Und ja. Mal sehen. Oh, das ist ein bisschen jetzt. Die Bombe des Riesenskeletts ist echt fies. Die ist immer blöd. Und wenn die dann mal am Turm ist, macht die richtig, richtig viel Schaden. Ja. Das ist sehr, sehr blöd. Der Inferno, der Inferno Tower, wollte ich schon sagen, der Inferno Drache ist schnell tot. Das ist schon fies, wenn die Hexe mit ganz knappem Leib überlebt. Na, apropos, ich hoffe mal, dass ich noch einmal in der Chest den Prinz wenigstens einmal ziehe, weil, ja, den habe ich fast auf Level 3 endlich, aber immer noch nicht ganz. Ich gebe euch immer einen Tipp. Da hat der Level 1er gewonnen. Und ja, ich gebe euch immer den Tipp, platziert den Magier, wenn ihr euren Turm verteidigen wollt, platziert den Magier immer hinter dem Turm. Und ja, das war's dann schon mit dem Video. Ihr könnt mal gerne ein Abo dalassen, da würde ich mich mega darüber freuen. Und ja, wie gesagt, in die Kommentare mal ein Deck schreiben und gib mir bitte mal einen Daumen nach oben. Das war's dann leider schon mit dem Video. Bis das nächste Mal.